Dass ich selber ein sehr skeptischer Kollege bin, was die Artis bei World of Tanks angeht, ist bekannt. Aber hier will ich euch heute mal ein Replay vom GW Panther zeigen. Und er hat nämlich gesagt, dass er sehr viel im Close Combat gemacht hat. Und ja, das macht mich natürlich neugierig, weil Aimen, Snipen und so kann ja jeder. Aber hier hat der BC-Bär mit seinem GW Panther in einem 8er, 7er, 6er Gefecht gesagt: Jo, du guckst dir doch mal an. Da könnte ich das vielleicht doch ansprechen. Und wenn er jemand mir so kommt, da bin ich natürlich dann auch schon ein bisschen neugierig. Bis jetzt die ersten 2-3 Sekunden, aber natürlich das bekannt alte Spiel. Das heißt, hier hinten auf A1, A2 fahren und dann darüber aimen und dementsprechend warten und hoffen, bis der erste aufgeht. In dem Fall auf den E25. Das ist ja die Arti-Sicht, die durch die Mod möglich ist. Also von dem her, jeder, der sagt, okay, finde ich cool so, gibt es übrigens auch im Ode Mortis Pack. Video Link unten in der, oder Link dazu unten in der Beschreibung, so ist es richtig. Jetzt die Frage, wann kommt der E25 nochmal raus? Jetzt? Ne, da hätte er einfach schießen müssen, wo er rausgefahren ist. Man, natürlich sagt man es so leicht. Aber wäre da jetzt sinnvoll gewesen. Aber mit dem Oho hat er jetzt ein wunderschönes großes Ziel und macht mal 542 auf den drauf. Und der Oho wird jetzt wahrscheinlich sich zurückziehen. Oder wenn nicht, dann fängt er sich halt einfach nochmal ein. Ne, jetzt zieht er sich wirklich zurück. Da unten Jagdpanzer, auf den kommt er nicht drauf. Auf den T-150 ebenfalls nicht, weil er noch zu niedrig ist. Wobei, doch, klappt sogar. Ich finde das Schöne an dieser Sicht, dass sie sehr unterstützend agiert. Also ich kann es nur empfehlen, wer Bock auf Artis hat. Damit sieht man einfach nochmal das etwas besser. Und ich finde auch schön, und das kann man an dieser Stelle auch mal ruhig sagen, dass das bei Armored Warfare die Standardsicht ist. Also nicht diese Satellitensicht wie hier, sondern diese eher Draufsicht, wie man es eben jetzt gerade mehrmals gesehen hat. Das Schönste finde ich aber, wie gesagt, wenn es ein Spiel geben würde, das beides hat, so wie hier einfach, dass man sagt, man hat die Kombination und muss das nicht durch Mods oder sonstiges freischalten. Hier hat er jetzt nochmal den Oho getroffen. Leider unbekannt für wie viel Schaden, aber auf jeden Fall bestimmt ordentlich. Na, was ist da mit dem 150er? Komm, bleib da. Nee. Fährt hinter einen Stein. Da kommt er natürlich nicht mehr ran. Klar. GW Panther hat ja auch keinen so einen tollen Winkel wie manche andere Artis hier im Spiel. Muss man ja auch mal dazu sagen. Aber der T-150 ist auf jeden Fall nicht. Er hat auf jeden Fall viel Mut. Weil dagegen fünf Gegner, die dann da stehen. Mit dem AMX, IS-3, Dicker, Max, M6 und so weiter und so fort, muss ich sagen. Also Mut beweist da. Oh, jetzt hat er einen Kanon. Der zieht sich aber zurück. Und der Oho, der schon so hart unter ihm leiden musste. Ah. Also da weiß man schon, die Japaner Heavies, die haben es nicht leicht, wenn der Arty im Spiel ist. Ist halt einfach so ein dickes Ding. Da trifft, kann man ja im Prinzip, schießt man einfach mal auf irgendwas auf der Karte und man trifft ihn dann schon irgendwo. Der Rudi vom Gegner ist auch versunken. So, jetzt kommt der. Oh Gott, Oho. Du suchst doch aber das Artifeuer. Wir Ja. haben sie böse erwischt. Jetzt hat er ihn nochmal getroffen. Ich habe fast Mitleid mit dem Oho, aber er. Gefühlt provoziert das auch irgendwie. Wobei, was will er denn großartig anderes tun? Also, ich glaube, der wird auch gleich das Zeitliche segnen. Jetzt fahrt er nämlich nochmal hoch. Und den Kill, nachdem er ihn so angemausert hat, lässt er sich wohl nicht mehr entgehen. Beziehungsweise, oder der IS holt ihn. Ja. So, jetzt auf den Das muss T34. wehtun. Schön vorne drauf. Im unteren Bereich getroffen. 1342 Schaden hat er schon.
Jetzt zieht er sich wieder ein bisschen zurück. Noch 4 Sekunden, dann ist er auch wieder nachgeladen. So, und Feuer. Ah, der war ganz eng. Der hat da wirklich gar nichts gefehlt, praktisch, für den Abschuss. Aber sollte wohl nicht. So, da kommt der Jagdpanzer hoch. Also jetzt trauen sie sich langsam hier voran. Jetzt haben sie auch nur noch den CDC und den M6 als Gegner. Der nächste Hit, der muss einfach gut sitzen. Und jetzt will er auf den Jagdpanzer gehen und schießt drüber. Ich hätte lieber den sicheren Schuss auf den T-34 gesetzt, an seiner Stelle. Weil den CDC, das wäre auch ein One-Shot gewesen, oder der Jagdpanzer wäre auch ein One-Shot für den CDC gewesen. So, jetzt kommen aber die Gegner dann da voran. 7 zu 9 steht's. Und jetzt schauen wir mal, wie er jetzt so zurechtkommt. Jetzt kommt der Kernermann rum. Der wird jetzt gleich auf den CDC fahren. So. 140 Meter sieht man da, ist absolut nicht weit weg. Jetzt hat der Kernermann ihn schon gesehen, aber daneben geschossen. So, Jagdpanzer ist schon mal weg. Jetzt schon mal der erste Graus da erledigt. Ja, der T-34 hat da natürlich Respekt. So, und jetzt kann er da rum auf den Carnarvon. Auto-Aim hat er drin, wie man gerade gehört hat. So, er aimt. Na, er traut sich noch nicht so ganz. Jetzt hat er geschossen. Jetzt muss er rum. Aimt lang ein. Wow! Schöner Hit. Der hat 1142 HP. Das ist anständig. So, jetzt kommt der T-34 da rum auf den Jagdtiger. Und jetzt fährt er auf den dann gefühlt drauf. Nee, die Art, die gegnerische, nimmt ihn raus. Auto-Aim auch hier. Ja, 342, das kann man lassen. Arthur, nice help. Ich hoffe, das war ehrlich gemeint, weil eigentlich hat er wirklich super geholfen. Kennt er ganz andere Arti Qualitäten. Hinten stehend, nichts machen und so weiter und so fort. So. Der T-34 konzentriert sich jetzt sehr auf den dicken Max. Wir haben das Ziel verloren. Jetzt ist der dicke Max mit dem T-34 allein. Bereit zu feuern. Auto-Aim drin. Er dreht rum. Das muss So, wehtun. jetzt hat er noch 31. Der schafft der dicke Max locker. Ich sehe sie nicht Und mehr. ja, da nimmt er ihn raus. Sehr schön zusammen agiert. Sobald er das Türmchen auf den eingedreht hat, ist der andere zurückgefahren und der andere kam dann auch noch raus. Super schön. Und das mit einer Arti und einem Sechser zusammen. Ganz fein. Und jetzt nur noch die Gegner-Arti am Leben. Er schreibt auch: Good job, dicker Max. So. Hacker Report. Ja, da ist der T-34 nicht so happy. Ist die Frage, er fragt auch, who? Also, wer soll denn der Hacker bitte sein? Und dann fragt er noch, wie soll man bitte in Word hacken? So, jetzt fahren sie hier geschlossen Richtung Arti rüber.
dass der nicht irgendwo entwischen kann. Er könnte natürlich über die Stadt fahren, aber im Zweifel cappen sie beide zusammen durch. Und dann ist es auch ganz einfach. So. Einer von beiden müsste jetzt die Arti gleich aufdecken. Na, wo bist du denn? Wo bist du? Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, da ist er. So, ja, Zeit zu aimen. Und nimmt auch noch die Arti raus. Sehr schön. Effektiv hat er in dem Spiel gemacht 4067 Schaden und lustigerweise nur 1857 auf eine Distanz über 300 Meter. Alles andere war darunter und dementsprechend ein mal sehr schönes und vielleicht doch anderes Arti-Replay, als man sonst so kennt. Vielen Dank auf jeden Fall an den BCBR fürs Einschicken. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wünsche euch alles Gute und viel Erfolg bei World of Tanks. Euer Alcaramba.